Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir haben es mit den wohl intensivsten Freiheitsbeschränkungen in der Geschichte des Grundgesetzes zu tun. Und es ist richtig und es ist legitim, dass man die hinterfragt, dass man sie gegebenenfalls auch kritisiert. Und es ist richtig, dass wir das hier im Parlament tun. Das Parlament ist genau der richtige Ort dieser Debatte. Das Parlament muss aber vor allem auch der Ort einer anständigen Diskussion über die Verfassung und eines vernünftigen Umgangstons sein. Und den haben Sie völlig verfehlt, Frau Kollegin von Storch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schon der Antrag der AfD entlarvt sich doch dem Titel nach: Grundrechten trotz Corona wieder Geltung verschaffen. Das insinuiert doch quasi schon, als würden die Grundrechte nicht gelten. Sie reden hier von einer Aussetzung der Grundrechte, von einem solchen Regiment. Und ich sage Ihnen, von diesem Wording, von dieser Logik ist es nicht mehr weit zu den Verschwörungstheorien, die dieser Tage eine große Gefahr für unser Land sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das, was Sie hier vorgeführt haben, da muss man sagen, da können in einigen Jahren Parlamentshistoriker noch mal nachforschen, ob an Ihrer Universität damals tatsächlich Staatsrecht gegeben wurde oder nicht. Anwesend waren Sie scheinbar nicht, Frau von Storch. Und wir müssen sagen, ja, man kann das gerne kritisieren, die Freiheitsbeschränkung, aber man kann beim besten Willen nicht behaupten, die Grundrechte seien außer Kraft, denn die vergangenen Wochen haben doch gezeigt, dass auch in den Zeiten der Krise gerade nicht das Recht des vermeintlich Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts gilt. Es gab rechtmäßige Maßnahmen und es gab auch unrechtmäßige Maßnahmen. Es gab Mut und es gab auch Übermut. Aber die Grundrechte sind ihrer Bedeutung als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat gerecht geworden. Und ich weiß nicht, was Ihr Rechtsverständnis ist von der AfD, aber unsere Bundesregierung und uns als Parlament muss man nicht extra auffordern, sich an die Grundrechte zu halten, sondern die Grundrechtsbindung gilt, Kraft von Artikel 1 Absatz 3 für uns automatisch. Da sollten Sie sich lieber hinterfragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die vergangenen Wochen haben auch bestätigt, dass die Grundrechte konsequent staatlichem Handeln Grenzen ziehen. Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht haben Maßnahmen bestätigt, aber Maßnahmen eben auch aufgehoben. Reisebeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen, Demonstrationsverbote. Und um das aufzuheben, braucht es nicht die AfD und auch nicht ihren Antrag. Der beschränkt sich allein auf ein Rekapitulieren der Rechtsprechung und bringt keinen Mehrwert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will trotzdem sagen, ich kann die AfD ja ein bisschen verstehen, warum sie hier diesen Zirkus aufführen. Corona macht es ihnen ja auch wirklich nicht leicht. Sie verhalten sich da ja ein bisschen wie das Fähnchen im Wind. Erst gab es die Verschwörungstheorien, die Regierung ignoriert das Virus, die Maßnahmen kommen zu spät. Dann waren ihnen die Maßnahmen zu hart. Jetzt gibt es neue Verschwörungstheorien. Manche von ihnen finden die klasse, manche nicht. Und das Problem ist offensichtlich, auf einmal fühlen sie sich vielleicht so ein bisschen wie wir. Jetzt haben sie auf einmal rechts neben sich Fake News-Truppen, die sich auch aus ihrem Instrumentenkasten bedienen. Tut mir ja leid ein bisschen für sie. Und außerdem haben sie noch das Problem, irgendwie als Problemursache für Corona: Merkel ist nicht schuld, die Flüchtlinge sind nicht schuld, ist halt eine schwierige Lage. Und da muss man sagen, dieses Problem ist für sie einfach eine Nummer zu groß, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und gerade weil das so ist, sollten wir im Parlament die Zeit auch nicht nutzen, uns mit ihrer Propaganda zu beschäftigen, sondern lieber mit der sinnvollen Frage, wie man jetzt als Gesetzgeber und auch als Parlament sinnvoll über Grundrechte und die Verfassung diskutieren sollte. Denn ich habe es gesagt, wir haben es mit den intensivsten Freiheitsbeschränkungen in der Geschichte unseres Landes zu tun, und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Freiheitsbeschränkungen eben an vielen Stellen auch mit mich teilweise überraschender, gigantischer Zustimmung zustande gekommen sind. Freiheitseinschränkungen mit donnerndem Applaus. Und manche haben dabei eben dann auch gesagt, ja, die Gesundheit sei so etwas wie das neue Supergrundrecht. Manche Staatsrechtslehrer haben deshalb davor gewarnt, dass wir uns von einem freiheitlichen Rechtsstaat bewegen könnten zu einem hysterischen
Hygienestand. Und natürlich kann man sagen, diese Warnungen sind übertrieben. Und natürlich hat mancher gesagt, in den Zeiten dieser wirtschaftlichen Krise über Grundrechte, über Verfassung zu reden, das ist doch ein bisschen abgehoben, das ist theoretisch. Ich sage aber, die Frage der Grundrechtsbindung ist keine theoretische Frage. Es ist eine eminent entscheidende lebenspraktische Frage. Sie betrifft die Gewerbefreiheit, die Religionsfreiheit, die Reisefreiheit. Und deswegen ist es richtig, dass wir dem widersprechen, zu sagen, das ist die Diskussion nicht wert, jetzt ist die Zeit des Handelns, jetzt ist die Zeit der Stunde der Exekutive. Da kann ich nur sagen, das mag richtig sein, aber richtig ist auch, ja, es ist die Zeit des Handelns. Und Politiker, die aus Angst vor dem Handeln nicht handeln, haben ihren Job verfehlt. Und ja, es ist auch richtig zu sagen, es ist die Stunde der Exekutive, aber es ist eben auch die Stunde des Parlaments. Und vor allem zu jeder Zeit die Stunde der Verfassung. Und das ist der Geist, den wir auch als selbstbewusste Parlamentarier senden müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist die Frage der Grundrechtsbindung eben kein Schönwetterthema, sondern wir müssen wissen, je länger diese Freiheitsbeschränkungen andauern, desto begründungsbedürftiger werden sie. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns auf den Weg zu Lockerungen machen. Denn das Grundgesetz zwingt uns vor allem zu einem, zu permanenten Abwägungen. Ich kann nur davor warnen, das Denken der AfD zu übernehmen, schwarz oder weiß, null oder eins. So funktioniert die Verfassung nicht. Es geht nicht um Gesundheit oder Wirtschaft, Gesundheit oder Religionsfreiheit. Es geht immer um Gesundheit und Wirtschaft, Gesundheit und Religionsfreiheit, Gesundheit und andere Grundrechte. Und genau darauf müssen wir setzen. Diese Abwägung müssen wir hier einfordern. Das müssen wir begleiten. Das erfordert Feinjustieren, Austarieren. Und das ist, meine Damen und Herren, nichts für die verfassungsrechtlichen Grobmotoriker der AfD. Ich kann nur sagen, diese Grundrechtsabwägung ist eine Operation am offenen Herzen. Und Sie haben auch in Ihrer Zeit im Deutschen Bundestag Ihr OP-Besteck fürs Verfassungsrecht noch immer nicht gefunden. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Konstantin Kuhle, FDP.